So, liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und guten Bieres, wir sind hier wieder beim Justus in Lierenfeld zu Gast. Das ist korrekt, ja. Und haben diesmal im sommerlichen Gewand unseren Schottland-Experten, den Michael, dabei, der typisch schottische Früchte und Vögel genau. auf seinem T-Shirt hat. Warte mal 10 Jahre, dann ist das wieder genau. Und, zukunftsträchtig. Wir haben uns überlegt, dass wir heute mal wieder ein Food Pairing mit verschiedenen Bieren machen. Schottische Biere, das sagt natürlich, ne? Also Michaels Präsenz bedeutet, es geht um Schottland heute. Und wir fangen natürlich so ein bisschen tropisch-fruchtig an, aufgrund des T-Shirts. Ja. Und das erste Bier, was wir haben, seht ihr hier vorne, ist das Talking Head, ein Extra Pale von den Williams Brothers. Und ist eines von 5 neuen Bieren in der Dose von den Williams Brothers. Davon sind 4 komplett neue Biere, die es vorher noch gar nicht gab. Das ergänzen wir durch ein Double IPA, was es schon ein bisschen länger gibt. Und dann noch ein Bier von Fierce Brewing, was der Michael sich heute noch im Kühlhaus ausgesucht hat, weil Fierce heute frisch angekommen ist. Ja, und das Ganze im ersten Durchlauf. Mit 2 Bieren machen wir mit geräuchertem Fisch. Jum. Und ein paar Dips. Und ich würde sagen, ich schütt mal ein und vielleicht erklärt der Justus, was wir hier so an Fisch und Dips und Tralala haben. Das Bier nicht weiter. Schön. Ja, also, an Fisch haben wir, ich hoffe, man kann das auch sehen, einen klassischen Räucherlachs. Dann haben wir Graftlachs, der, wenn dann nur leicht geräuchert ist, das ist ja so eine alte skandinavische Technik, eigentlich ist der nur eingesalzen, also eine Mischung aus Salz, Zucker und Dill und Gewürzen und wird dann so quasi haltbar und essbar gemacht. Kann man auch selber machen, wenn man Fisch in der dementsprechenden Qualität bekommt. Und dann zu guter Letzt haben wir ja noch eine klassische Räucherforelle, einen Süßwasserfisch. Und als Dips haben wir eine Dill Mustard Sauce, also quasi so ähnlich wie diese klassische Soße, die man auch zu Räucherlachs bekommt aus Skandinavien. Dann haben wir Strong Horseradish Cream, also Meerrettich, auch mal gut zu Fisch. Und wir haben, kennt ihr vielleicht noch von einem unserer Pommes-Videos, den Sweet Mustard Ketchup, wo wir uns gedacht haben, das könnte auch passen. Und dann haben wir dazu, glaube ich, so ein Ciabatta, ne? Gut. Oder so ein Weißbrot halt, ne? Ja, ich würde vorschlagen, wir probieren erstmal das Bier. In der Tat. Prost! 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 Bonsoir. Das ist ein Pale Ale jetzt. Ein Extra Pale Ale nennen sie es. Hat 4,4%. Okay. Sehr passionate. Also da riecht direkt Passionsfrucht. Genau, sehr fruchtig wirklich. Ne? Also wirklich. Ja, aber das ist auch gut trinkbar. Ne? Das hat jetzt sehr gut. Das ist ein Pale Ale, hat jetzt keine Bitterkeit, die einen irgendwie erschlägt. Ganz weich, so, rund. Es ist trocken trotzdem, es ist jetzt kein süßes. Ja. Cremiges Bier, nee. Aber es hat so eine leichte, fruchtige Note. Gerade jetzt bei dem Wetter finde ich es eigentlich ziemlich gut trinkbar. Ja. Ja, schönes Bier. Wenn schon die Hütte ausgezogen werden, ja. Ne? Ja, merkt man, wie heiß es ist. Ja, es ist warm. So, sag ich mal. Gut, dann reicht Fisch. Doch mal den Fisch. Den Fisch. Den Fisch. Wir nehmen eine Wiesbrot. Ein bisschen Brot, ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch. Das ist wie in dem berühmten Käsevideo von Arte, ne? Sehr. Und dann ein bisschen Käse, um das Brot aufzuessen und einen Schluck Wein. Dann geht das immer so weiter. So muss man sich halt rantasten. Ja, in der Tat. Irgendwann, ihr müsst da aufpassen, sonst landet da ganz schnell ganz viel auf euren Teller. Irgendwann lösen wir Arte ab. Das Bildungsfernsehen. Ich finde, wir sind schon hier. Bildungsfernsehen sind wir schon sehr affin. Ja. Und, ich weiß nicht, ob ich mich direkt an den Strong Horse Randy Schrand traue. Die Fischermann. Bist du zu stark, bist du zu schwach? Ja. Es ist ja auch, als ich letztes Mal in München war, waren wir in einem Brauhaus und da gab es dann auch frisch geraspelten. Mhm. Ja, und ich habe es halt absolut unterschätzt. Ich hatte dann leicht Tränen in den Augen. Ja. Ja gut, dieses die Schärfe der Rettichgewächse ist ja auch mal eine ganz andere als von Chili oder Pfeffer. Ja. Ne? Gut, also ich fange mal mit dem geräucherten Lachs und der Dillcreme an. Scheint mir so eine der dezenteren Sachen zu sein. Und die Dillcreme ist auf jeden Fall die dezenteste Soße, würde ich vermuten. Ja. Ja. Also die Kombination ist gut, das kann man ja sagen. Ja, ist zu langsam wird.
Also Räucherlachs und Dillcreme, sagtest du, ja? Mhm. Also es ist sehr dezent. So sei es. Das Bier ist halt einfach sehr dezent, das kann man nicht anders sagen. Ja. Also der Senfketchup ist auch geil. Ich finde, das passt ja schon, diese leichte Fruchtigkeit, ne? Dass du nur so eine ganz dezente Hopfennote hast, finde ich, ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte bei dem Fisch. Ne? Auch diese Süße von dem, der Soße verbindet sich sehr gut damit. Ja, und ich finde, das ist halt ein gutes Kompliment auch zu der Dill Mustard Soße. Das unterstreicht nochmal die Fruchtigkeit von dem Bier dann auch ein bisschen. Genau, also die Soße und das Bier passt sehr gut zusammen. Jetzt kommt der Wind. Das Unwetter zieht auf, was in ein paar Tagen uns hier heimsuchen wird. Ja. Was könnte denn der nächste Schritt sein? Forelle. Forelle, ja. Und Rettich. Ich finde, die Forelle ist ja ein sehr, sehr milder Fisch. Ja, stimmt. Aber ich finde, die wird durch den Meerrettich zumindest immer noch nicht erschlagen, sondern man hat immer noch das schon Aroma. Ordentliches Geschmacksprofil. Und wir sagen, das Bier zu diesen Sachen passt sehr gut. Ne? Ja. Also es ist wirklich schön, weich, rund. Ja. Die leichte Süße, die Fruchtigkeit passt sehr gut zum Fisch und zu den Soßen. Also, haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht, das kann man machen. Wobei, wie ihr schon gesagt habt, das ist jetzt ein Bier, jetzt die Jahreszeit, perfekt. Ne? Ja. Also kann man ganz leicht trinken, schöne Fruchtaromen. Definitiv. Also wirklich ein gutes. Ne, ich meine, man soll ja keinen Alkohol gegen den Durst trinken. Normalerweise. Ne? Aber hier könnte man verführt werden. Ja, aber ich meine, es schadet ja trotzdem auch nicht, wenn die Sachen dann so ein bisschen, erfrischen richtig, sind im Sommer. Ne? Richtig. Forelle mit dem Meerrettich passt auch super. Ne? Mhm. Ja. Das finde ich halt schön. Das ist halt, Sie sagen jetzt Strong Horseradish Cream, aber man merkt halt, das ist halt so ein bisschen gröber. Genau. Geriebener Meerrettich drin. Ja. Ich bin halt kein Freund von diesen komplett durchgewurstelten Sahne-Meerrettich-Geschichten. Und es ist auch nicht so scharf. Genau, es ist nicht so scharf. Ja. Aber es also, hat. Das meinte ich, Ich finde, die kitzeln den Meerrettich-Geschmack sehr schön. Genau. Was ja auch eine gewisse Fruchtnote hat. Richtig. Das ist eben immer die Gefahr beim Meerrettich, ne? Wenn du, wenn du einen hast, wo du außer der Schärfe und so ein bisschen dieses dumpfige, kohlmäßige nichts mehr hast, dann. Ja, oder wie Wasabi. Das, ja, genau. Dass du erstmal denkst. Vielen Dank, ich muss mir nicht mal die Nase putzen. Erinnerst du dich, wo wir in Prag waren vor ein paar Jahren, auf dem Bierfestival? Mhm. Und dann gab es Snacks und auch Würstchen und all sowas. Oh ja. Und dann gab es halt frisch gehobelten Meerrettich dazu. Das war schon eine ganz andere Nummer. Und das ist dann wirklich richtig scharf. Ne? Also da muss man sich im Klaren sein, dass so Meerrettich wirklich auch von den ätherischen Ölen her schon eine sehr intensive Nummer ist. Ne? Ne? Also ich muss sagen, die Kombination ist echt geil. Ja. Das Bier passt super dazu. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, der Mustard Ketchup passt auch gut zu dem Lachs. Ja. Mhm. Und es unterstützt aber das Bier. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Aromen überdecken würde. Ja, wie gesagt, es pusht halt wirklich auch diese Fruchtnote noch mal ein bisschen. Ja, sehr schön. Sehr gut. Gut. Das heißt, Talking Head schon mal hat den Test bestanden. Ja, wir ganz sehen vorne das dabei für den Sommer. Und dann gucken wir gleich mal, was mit dem nächsten Bier ist. Richtig. Ja. Ach, schön.